Herzlich willkommen zu einem weiteren Tag. Heute machen wir eine Art Lesestunde. Ich werde einfach mal versuchen, mit meinen prall gefüllten Worten euch ein bisschen was zu erklären. Dabei esse ich ja mein Lieblingsgericht. Oh, das ist echt lecker. Das ist gehackte Kellertreppe mit Elefantenpurbeln als Pik. Na, ja, sehr gut. Worum geht's heute? Erstmal zu dem Thema von gestern. Ich habe heute so ein paar Themen gelesen. Also von gestern, heute ist gestern, gestern ist heute. Ihr versteht, was ich meine. Ich habe heute ein Video reingestellt, standen unten drunter ein paar Kommentare. Das ist ja gar keine Simpson mehr. Was ist das für eine Simpson? Was ist das für eine Simpson? Ja, ist gar keine Simpson. Aber ich bin auf die Suche gegangen und ich habe einen Teil gefunden, was noch von der Simpson ist. Es ist tatsächlich ein echter Original-Batteriespanngummi dran. Natürlich von der Firma MZA. Wir freuen uns sehr, überhaupt noch einen Teil von der Simpson dran zu haben. Es ist wie gesagt ein Prototyp. Dort geht es um Bewusstseinserweiterung. Dort geht es um jedes kleine bisschen mitzunehmen. Und die Erfahrungen, die wir an solchen Fahrzeugen gewinnen, die bringen wir natürlich überall in diese Simpson-Karten mit rein. Und ich mache euch den nächsten Video und da werdet ihr dann noch mehr fragen. Das ist ja überhaupt keine Simpson mehr. Das ist ja nicht mal ein Zweitakter. Ja, ich fahre auch manchmal Viertakter. Ich bin ein schlimmer Mensch, aber es macht auch Spaß. In jedem Fall werde ich euch auch dort, ich habe was Geiles vorbereitet. Ich sage mal noch nicht so viel dazu. Hoffentlich klappt das. Ich bin morgen verabredet, theoretisch zum Fahren, wenn ich ja nicht so ein Ding am Handgelenk hätte, weil ich irgendwie eine Sehnenscheidenentzündung habe. Ja, da kommen wieder Leute auf Ideen, von was das sein könnte. Nein, das ist mit Sicherheit vom Streichen. Keine Ahnung. Zurück zum Thema. Heute geht es um folgendes Thema. Ich werde euch mal versuchen, mit ein paar einleuchtenden Worten zu erklären, warum eine programmierbare Zündung notwendig und gut ist, warum man sie verstellen sollte, in welchem Bereich und wie. Natürlich kann das für euch keine Anleitung sein, dass ich euch sage, ich erkläre euch das. Ihr geht zu der Zündung, stellt es ein und es funktioniert. Grundsätzlich, eine frei programmierbare Zündung, egal was das ist, und überhaupt eine sehr aggressive Zündkurve, das ist sowas wie ein orthopädischer Schuh. Also stellt euch vor, ihr habt einen Unfall, verliert einen halben Fuß, drei Beine oder irgendwas anderes. Damit das passt, braucht ihr einen orthopädischen Schuh. Und genau so ist die Zündkurve. Eine Zündkurve muss auf den jeweiligen Motor passen. Da muss die Eingangsdrehzahl passen, da muss die Drehzahl passen, wo das Band losgeht, da muss die Drehzahl passen, wo das Ding überdreht, wo es die höchste Leistung hat und so weiter. Und deswegen muss man eine Zündkurve definitiv, wenn man es richtig machen möchte, entweder für ein bestehendes System fertig da haben. Das heißt, man entwickelt diesen Motor, man macht Hubbohrungsverhältnis, Steuerzeiten, Zündung, Vergaser, Bedüsung, Luftansaugweg, Auspuff, alles was dazugehört. Man macht das alles fertig, dann macht man zu allerletzt nochmal die Bedüsung und die Zündkurve, weil die Zündkurve kann man nicht richtig einstellen, wenn die Bedüsung nicht passt. Das sind alles Parameter, die ganz sehr voneinander abhängig sind. Also kann man nicht sagen, hey Jan, machen wir mal eine geile Zündkurve. Kann ich eine geile Zündkurve machen, ihr könnt mir auch gerne hunderte von Euros dafür überweisen, ist aber völliger Quatsch. Ich brauche dafür euer Fahrzeug, ich muss auf den Prüfstand gehen und ich muss die Zündkurve auf den Prüfstand machen. Ich habe schon einige Zündkurven geraten, die auch gut funktioniert haben, sogar schon für andere Sachen, die auch keine Simpson sind. Ich habe schon Trabant-Zündkurven geraten, ich nenne das immer gewürfelt, hat sehr gut funktioniert, das Ding hält seitdem und hat auch Leistung und fährt auch schön. Aber das sind halt einfach Sachen, die aus der Erfahrung rauskommen und jedes System ist ein kleines bisschen anders. Deswegen, vorher gesagt, immer das Erste, was man machen muss, wenn man eine Zündkurve macht, ab auf den Prüfstand, die Zündkurve ausprobieren. Warum hat eine Zündkurve eigentlich einen Verlauf? Die Leistung des Zweitakters, warte, ich muss mal eine Pause machen, noch ein bisschen Elefantenpurbel. Ist aber auch gelb. Ein Gedicht. Lecker. Ich muss mich ein bisschen beeilen, dass ich das noch aufessen kann, wenn es kalt ist. Jedenfalls, die Leistung vom Zweitakter ist grundsätzlich sehr stark abhängig vom Auspuff. Bedeutet, der Auspuff schwingt hin, er schwingt her, es kommt Gas in den Auspuff hinein, es wird wieder welches zurückgedrückt. Ich sag's mal ganz einfach. Grundsätzlich ist es so, der Auspuff sollte, wenn er angeregt ist, immer ein bisschen Gas mit in sich hineinsaugen. Da kommen jetzt wieder Leute, die sagen, ja, das sind 3 cm, ja, das sind 5 cm und bei 110 Kubik sind es so und so viel und es sind so viel Kubik. Das ist immer eine Frage, wie das schwingt. Da gibt es keine allgemeingültigen Aussagen. Man kann nicht sagen, ein guter Zweitaktauspuff, der saugt so und so viel Volumen. Natürlich gibt es das. Natürlich kann man das für bestehende Systeme sagen, die meinetwegen die 400 PS Literleistung fast erreichen und so weiter. Aber jedes System ist ein bisschen anders. Und da kann man eben nicht sagen, das ist so und so. Also, der Auspuff saugt Altgas raus, das Altgas wird angeschoben, es wird angeregt, saugt etwas Frischgas mit raus. In dem Moment fängt der Kolben an, die Überströmer schon wieder zu verschließen. Der Auslass ist aber noch ein Stück offen. Das nennt man Vorauslass.
Und just in dem Moment versucht der Auspuff durch einen Gegendruck, durch die rücklaufende Welle, Frischgas in den Brennraum zu bekommen. Das heißt, die Überströmer sind geschlossen, die können also den Druck nicht wieder ins Kurbelgehäuse zurückleiten, weil die sind zu. Der Vorauslass ist noch offen und das frische Gas, was vorher an den Auspuff mitgesaugt wurde, aus der Welle der Umkehrspülung, wird wieder in den Zylinder gedrückt und kann just in dem Moment verdichtet werden, ist eine Aufladung, also wie bei einem Turbomotor, nur eben sehr einfach mechanisch. Und just in dem Moment, wenn der Kolben abschließt, kann dort kein Wechsel mehr stattfinden, das Gas wird verdichtet und es knallt. Das Timing ist natürlich super stark abhängig von ein paar Parametern. Die Länge des Auspuffs und die Gastemperatur sind zwei riesige Parameter. Und dort kommt im Prinzip die Zündung ins Spiel. Wir wollen also, dass das Timing über ein möglichst breites Drehzahlband passt. Weil normalerweise, wenn man sagt, die Temperatur hat eine Temperatur X, was weiß ich, 500 Grad, 450 Grad, dann höre ich auch immer solche Aussagen, ich habe die Gastemperatur gemessen, ich hatte 490 Grad. Dann kommt der Nächste und sagt, Alter, ich hatte schon mal 625. Genau. Und das Rotkäppchen hatte mit Sicherheit schon mal eine Auspufftemperatur von 790. Alles Blödsinn. Interessiert in dem Fall keinen. Das interessiert natürlich, ob der Motor hält und so weiter. Aber der Auspuff hat ganz viele Punkte, an denen er unterschiedliche Temperaturen hat, weil sich das Gas natürlich nach hinten abkühlt. Da gibt es so viele Sachen zwischen Himmel und Erde, wo wir bei den Dingern gemessen haben, getestet haben, versucht haben, rauszufinden, worum es wirklich geht. Schwierig. Es ist ein sehr komplexes Thema. Ich habe 10 Jahre meines Lebens auf dem Prüfstand verbracht. Ich habe mal die große Fresse, ich weiß, wovon ich spreche. Wenn ihr dann weitergeht, müsst ihr also in einer geringen Drehzahl ein relativ langsames Gas haben, weil der Kolben ist langsam. Und umso mehr Drehzahl ihr habt, umso schneller muss das Gas werden. Also wann ist Gas schneller? Wenn die Temperatur höher ist. Also müssen wir versuchen, umso weiter wir in die Drehzahl kommen, umso mehr an die Temperatur zu bekommen. Also dass der Auspuff eine höhere Temperatur hat, damit das Gas schneller schwingen kann. Also erst langsam. So langsam ist es natürlich nicht mal im Standgas. Und umso mehr Drehzahl kommt, eine immer höhere Temperatur im Auspuff, damit das Timing hinterherkommt mit Kolben schließt den Vorauslass oder schließt den Auslass und das restliche Gas kann er reinladen, weil irgendwann passt das Timing nicht mehr. Diesen Wert kann man natürlich nur teilweise drücken. Man kann das nicht unendlich machen. Man kann nicht sagen, okay, wir fangen bei 200 Grad an. Dort schwingt der Auspuff ganz schlecht. Das ist natürlich Quatsch. Und wir können nicht sagen, okay, dann hören wir bei 1750 Grad auf. Wir sind in einem gewissen Temperaturfenster und in einem gewissen Zündungsfenster. Und dort kann man auch wieder sagen, viel Unwissenheit schafft viel Verwirrung. Es geht also nicht darum, den krassesten Wert zu erreichen. Im Endeffekt geht es darum, eine gute Zündkurve zu haben, die für ein breites Band sorgt, die auch dafür sorgt, dass wenn man aus der Kurve kommt und leicht ans Gas geht, dass es eben nicht macht, nochmal, weil es euch so gut gefällt, es geht darum, dass das Ding weich aus der Kurve kommt. Das erreicht man dadurch, dass das Gas eben auch schon heiß genug ist und die Zündung nicht zu früh steht. Und dass man hinten raus das Gas nur so heiß macht, dass es keine Beschädigung gibt und dass es nicht aus dem Fenster rausrückt, dass der Motor irgendwie gesund ist. Grundsätzlich kann man sagen, für euch zum Überlegen, warum stellt man bei wenig Drehzahl das Gas oder die Zündung früh und warum tut man bei viel Drehzahl die Zündung spät stellen? Gemisch ist da, Zündfunke kommt, es knallt, Peng! Die Energie wird freigesetzt und während die Energie sich freisetzt, stellen wir uns jetzt mal so zur Veranstaltung wie einen Ball vor, also wenn ihr jetzt zum Beispiel mal, ihr kippt 5 Liter Benzin ins Lagerfeuer, wartet in 1 Meter Abstand ungefähr eine Minute und dann zündet ihr das an. Dann seht ihr richtig, wie geil das ist, wie den Leuten rundherum die Augenbrauen wegfliegen und dann versteht ihr das aber. Das heißt, das Gas ist zwar heiß, aber beim Ausdehnen macht es seine Energie frei und versucht damit, die Energie irgendwo hinzumachen. Also es kühlt sich ab. Also umso länger das Gas brennt, umso kälter wird es. Genau. Umso länger das Gas, ich muss das selber nochmal überlegen, umso länger das Gas brennt, umso kälter wird es. Ich will erst mal was essen. Dann muss ich selber nochmal überlegen, wie ich es richtig erkläre, damit es auch einleuchtend rüberkommt. Das ist gar nicht so einfach. Da kann man viel Scheiße erzählen und noch viel Scheiß machen. Also, bei der Explosion kühlt sich das Gas ab und dehnt sich aus. Das heißt, es wird immer kälter mit der Zeit. Deswegen versucht man, relativ früh zu zünden, bei geringen Drehzahlen, damit man ein relativ langsames Gas hat. Und umso höher die Drehzahl ist, umso heißer möchte man das Gas haben.
Also zündet man später, damit das Gas nicht so viel Zeit hat. Jetzt tue ich hier immer wieder so ein Sonnenblumen, hier auch eine Elefantenpuppe. Immer mit ansaugen. Man zündet also dann später, damit das Gas nicht so viel Zeit hat, sich abzukühlen und damit heißer in den Auspuff kommt, was dafür sorgt, dass der Auspuff schneller hin und her schwingen kann und damit den ebenso schnelleren Kolben besser mit der Nachladung bedienen kann. Das ist eigentlich der ganze Trick an der Sache, das macht eine Zündung. Also, um es nochmal abzukürzen, wir sind jetzt schon wieder bei einem übelst langen Video, ich quatsche mir hier einen Zahnlocher. Ich hoffe, ich habe es halbwegs erklärt, das heißt aber noch nicht, dass ich euch jetzt nochmal erklären kann, wie man die Zündung richtig einstellt. Es gibt ein Tutorial von uns, der tut so gewisse Grundparameter sagen. Sachen, die wir aus unserer Erfahrung raus wissen. Dass wir irgendwo dort, wo die höchste Leistung oder das höchste Drehmoment ist, es ist immer ein bisschen eine fragliche Sache. Auch das ist eine Gewichtung, die man am Prüfstand sehen muss. Aber 17 Grad bei der höchsten, man sagt beim höchsten Drehmoment, ich sage bei der höchsten Leistung, wenn das zu weit auseinander ist, kommen wir in einen Streitfall rein. Ich muss das am Prüfstand sehen, ich muss es erleben. Man kann es nicht einfach in einen Rahmen packen. 17 Grad, dort wo die höchste Leistung ist, dann gehe ich nie früher als 25 Grad vor OT und gehe nie, selbst bei einem wassergekühlten Motor, nie später als 5 Grad vor OT. Teilweise haben wir Motoren gefahren bis 5 Grad nach OT. Ist mit der Programmierung und so weiter Mist, das will ich jetzt gar nicht erklären, gar nicht anfangen. Das haben wir durch eine Verschiebung hinbekommen, aber lasst euch gesagt sein, haltet euch erstmal in den Parametern auf, nicht früher als 25, nicht später als 10, das ist ein sehr gesunder Wert, und ungefähr dort, wo die höchste Leistung ist, 17 Grad. Und den Rest muss man auf dem Prüfstand rausfinden. Oder ihr seid so ein begabtes Genie, ihr hört das, wenn das Ding anfängt zu singen, eine schöne Leistung hat, richtig sonor knackt, dass dort einer zu Hause ist und merkt halt einfach, wie das geht. Und dann könnt ihr das auch auf der Straße machen. Allerdings muss ich sagen, Respekt, mein lieber Herr Gesangsverein. Noch etwas bleibt zu sagen. Ganz wichtig, für die Zündkurve ist ein dynamischer Prüfstandslauf. Da man ja beim Beschleunigen immer ein Band durchfährt, hat man eine Temperatur, die sich über die Zeit erhöht. Das heißt also, es gibt einen Verlauf. Es gibt Leute, die haben statisch gemessen die Zündkurven, das heißt also eine Drehzahl gehalten, bei zum Beispiel 10.000 Umdrehungen für 20 Sekunden, Zündung eingestellt, also Zündkurve eingestellt. Bei 10.500 Umdrehungen eine halbe Minute gehalten, eingestellt. Und wenn man dann das Band durchfährt, kommt totaler Blödsinn dabei raus. Völliger Käse. Es muss immer eine dynamische Kurve sein und man muss versuchen, und jetzt kommt's. Jetzt sage ich euch, wie ich das mache, wenn ich ein Rennmotorrad abstimme. Versuche ich die Temperatur im Belly zu messen, also an der dicksten Stelle vom Auspuff. Dort messe ich vorher auf der Rennstrecke, fahre ein paar Runden, gebe den Ding richtig Schwung auf die Knochen und dort messe ich zum Beispiel, letztes Jahr im Herbst, verrate ich euch, habe ich gemessen 520 Grad, die ich dort an der dicksten Stelle im Auspuff hatte. Mit diesem Wert bin ich auf den Prüfstand gegangen, habe so lange das Moped länger übersetzt, dass bei der Beschleunigung, die ich dort hatte und einem heiß und reinquält in den Motor, so wie es auf der Rennstrecke auch passiert, ich die Temperatur hatte. Dann habe ich mit dieser Temperatur und diesem Verlauf meine Zündkurve gemacht. Den nächsten Tag wieder auf die Rennstrecke gefahren, das Motorrad fuhr völlig anders und war viel schneller als davor. Und das sind halt alles solche kleinen Tricks, die man dort benutzen kann. Aber ich sage euch, um dorthin zu kommen, um zur ewigen Weisheit zu gelangen, ich bin auch noch nicht bei der ewigen Weisheit, es dauert Jahre, Jahrmillionen und Jahrhunderte. Und ohne die Hilfe von vielen Leuten rundherum hätte es nicht funktioniert. Hier muss ich nochmal Danke sagen an Fritz Overmars. Du warst ein geiler Lehrer, du bist noch ein geiler Lehrer. Verrückter Typ, hat manchmal wilde Ideen, wo ich so einen Hals kriege, weil er hat eine tolle Idee. Und ich weiß genau, ich brauche jetzt einen Monat, um das umzusetzen. Ich will mir aber gar keinen Monat nehmen. So, jetzt machen wir hier Schluss. Ich hoffe, das war für euch lehrreich. Und ich sage mal in diesem Sinne, bis später. Happy Elefantenpurbel. Das brennt in der Gosche.